Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games und heute gibt es die Box mit dem lang versprochenen, was ist lang versprochenen, mit dem am letzten Mal versprochenen Morgenschwing, oh mein Gott, ich krieg das immer nicht hin, mit dem Morgenschwing Necrozmark, genau, das ist die Form mit Lunala und auch hier drei Booster Packs mit dabei, die Ultra Beast Karte vom Morgenschwing Necrozmark, leider keine GX Karte, schade und wir machen das Ganze jetzt mal auf. Und gucken mal, ob wir vielleicht Glück haben bei den Booster Packs. Ich hoffe es. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das ist gar nicht so einfach, das Ganze aufzureißen. So. Da ist es auch schon. Die hübsche Box. Oh, mit dem Greninja als Pack. Das freut mich sehr. Und Evolution als Pack. Evolution, ältestes Set, Zygarde geht so, Greninja ist einfach Liebe, deswegen ist Greninja unser Lucky Pack mit Codekarte. Ihr wisst, wie es läuft, Jungs, Mädels, Codekarte ist mit dabei. So, noch das große Kärtchen hier rausnehmen, da ist es auch schon. So, die große GX-Karte. Und hier haben wir die Morgenschwingen Necrozma-Karte, die normale Ultra Beast-Karte, also keine GX, mit 130 KP vom Typ Psycho, eine Ultra-Bestie mit Golfsturm, einmal Psycho-Energie für 20 plus Schaden. Wenn du genau 6 verbleibende Preiskarten hast, fügt diese Attacke 20 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der Schadensmarken auf diesem Pokémon zu, okay? Und Klinge des Morgens mit 130 Schaden, dreimal Psycho-Energie, lege 2 Energiekarten für diese Pokémon auf deinen Ablagestapel. Okay. Ist gar nicht mal so schlecht, aber es ist halt leider keine GX-Karte. Die wäre mir auch schon lieber gewesen hier in der Box. Aber mal gucken. Evolution, vielleicht haben wir Glück. Fehlt immer noch die Full-Out-Turtok-Karte. Full-Out-Mega-Turtok wäre so schön. Die letzte Karte aus dem Set, die mir noch fehlt von den EX-Karten damals. So, es geht los mit dem Pokédex. Lamus Geistesbund, Nidorino, Vulpix, Nidoran männlich, Entschuldigung, Fukano, Radfratz, Electek, ein Reverse Zapdos und ein Starmie als normale Rare-Karte. Schade. Als nächstes Perfect Zygarde. Oder das Power Ranger Zygarde, wie es noch viel genannt wird. Sie sieht halt einfach aus wie ein Megazord. Tut mir leid, aber sieht halt einfach so aus. So. Knaxel. Hooper. Wellenbrecher Marinus. Dragosso. Schneebedeck. Skoppel. Bitora. Arctip. Ein Reverse Viscogon. Und ein Empoleon als Holo-Karte. Das ist natürlich ziemlich nice. Allerdings auch nur ein Reprint. Empoleon gab es schon im letzten Set als Wasser-Pokémon. Ist halt nicht so cool. Und als letztes Greninja, Quajutsu. Eines der coolsten Pokémon, eines der beliebtesten Pokémon. Und ich bin gespannt, ob wir hier Glück haben. So, und wir legen los. Wieder mit Knaxel. Balgoras. Viscargo. Wuffels. Flabébé. Leufeo, Dragosso, Purmel, einem Reverse Toboots und ein Wummer als normale Rare-Karte. Schade, aber man kann nicht immer Glück haben in solchen Boxen, von daher mal gewinnt man, mal verliert man, ist es leider so. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr uns natürlich schreibt, wenn ihr die Boxen geholt habt, was ihr in euren Boxen drin hattet. Das interessiert uns wirklich brennend teilweise, was ihr so für gute Pulse dabei habt. Ebenso bei Displays, schreibt es ruhig in die Kommentare, keine Scheu. Und wie immer sind auch alle Produkte, die ihr hier gesehen habt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also einfach draufklicken und ihr kommt bei uns im Gate to the Games Shop raus. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, danke fürs Zugucken und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.